Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Age of Water. Tja, jetzt sind wir hier und jetzt sehen wir hier einfach nur ein Orakel. Auf dem Schild an der Tür steht Prognosen, Vorhersagen, Prophezeiung. Mermaid, the fortune teller here. Who are you? Admission is by referral only. Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Kitty hat mir zu einem Besuch geraten. Actually, I'm very busy, but I happen to have a free minute now. My name is Mermaid. I'm a 10th generation seer and fortune teller. This magic tower has been in my family since the old days, before the flood. Okay, Mermaid. Dieses magische Turm ist schon seit den Urzeiten von der Flut und von meiner Familie. You are either blind or rude. Get to the point. Judging by the look of you, you're new. Amnesia bothering you? Then what would you like to know about? I'll get you an answer from the astral plane. Your first question is free. Land? You want to waste your one free question on senseless drivel? Oh. Where have you come from, Drifter? How could you know there's land in the world? Yes, as it turns out, I saw you standing on the sand. The endless sand stretched the horizon, and there was a strange ship on wheels next to you. No idea. You'd have to ask Brainiacs about that. I'm just a psychic. You know what, Drifter? Look for Brainiacs yourself. The fortune telling's over for today. I need to rest. No. The magic tower is closed for today. I'm very tired of you. Ja, wir haben zwar Punkte bekommen, aber wir halten ja nicht wirklich viel davon, ne? So, wir müssen dringend ein größeres Schiff bekommen. Diese Nussschale ist einfach eine Katastrophe. Oh, wir haben schon wieder Level Up, ne? So, er kann 10% Reparaturgeschwindigkeit von. Aber er repariert ja nicht, ne? Das hatten wir ja schon. Nehmen wir das mal hier mit. So, dann weiter. Warte mal, wir müssen schon wieder kämpfen. Ah ne, da sind zwei andere. Sehr gut. Fahren wir mal hier schnell weg. Captain, I see a submersible. It's my sister Emma. Let's get closer. Tauchboot wieder. Haven't seen you for a while, Captain. Thank you for accepting my bro into your crew. Just imagine, there's an ancient locator complex just here, right underneath us. I found a useful thing for you there. A working battery. Here, take it. It'll come in handy. What else can I do for you, Captain? Sag mal, wer ist die klügste Person hier? The smartest? I don't really know. Ask Dutchman. He's an engineer, after all. He should know. Captain, it's a battery. An old one for sure. But if we mount it on a boat, we'll be able to speed boost longer. Okay. So, was haben wir denn gefunden? Da ist die Batterie. Die könnten wir auch schon mal setzen. Montieren. Die bauen wir auf jeden Fall aufs Boot drauf. Die Battery. Da setzen wir die hin. Dann können wir nämlich unsere Energie fangen. Warte mal, kann ich nicht irgendwie auch Batterien bauen oder so? Metallschilde wären doch auch nicht schlecht, oder? Wenn wir die mal bauen lassen. Du sollst mal hier die Dinger bauen. Bau mal. So, dann geht's mal weiter.
Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, stopp, 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 stopp. Kann ich das... wieso haben die zwei jetzt schon wieder ein Level-Up? Warte mal. Er hat zwei Fähigkeitspunkte übrigens. Dann nehmen wir das mal mit. Und das will ich gerne mitnehmen. Zack, so und so. Ich vergesse immer. So. So, machen wir ihn noch schnell. Also ich glaube ja, dass man alles killen muss, ne? Deswegen werden wir jetzt auch alles killen. So, zack. This must be the Ladle Archipelago. Oh, Captain, we need to look for pontoons. They're made of barrels. Wir müssen aufpassen wegen unserer Gewicht, ne? Alter, wie weit schießt ihr denn? Aua, der haut mir aber auch richtig eine rein. Tschüss, mein Freund. Ich würde gerne da vorne zur Schiffswerft, aber wir kommen dann irgendwie nicht hin, ne? Holzmüll, ne, möchte ich nicht mitnehmen. Wie gesagt, guck mal unten auf mein... Ja, okay, mein Gewicht hat doch noch... Könnte man rein theoretisch doch noch mitnehmen. Wir brauchen aber noch... Fässer, beziehungsweise... geschützter Rumpf, ne? Da kommen wir mal eh alles mitnehmen können. 8, 9. Ja, das mit dem Gewicht ist wirklich eine Katastrophe. Komm, nehmen wir alles mit. 9, 2. Was ist da drüben für ein Felsen? Hier können wir noch nichts machen, glaube ich, ne? Warte mal. Also kaputt geht die nicht, wenn ich drauf schieße. Das heißt also, ich müsste die einsammeln können. Okay, alles nehmen. So, wie seid ihr denn vom Essenstechnischen her? Ah, ihr könntet mal was essen. Oh oh, was kommt denn da alles? Schnell zur Werft. Ich bin tatsächlich von 250 auf 300 Strom hochgegangen, ne? Ist auch traurig. So, hier ist eine Werft. Aber wo ist der Typ hier da? Hello, Captain. My name is Titus. I build boats and ships. 7 Foot is a trustworthy brand. What brought you here?
You have a good barge. With proper care, it'll last a long time. I can offer you a Njord boat or a Sanya longboat. The boat is faster, but the longboat is more spacious. It's a deal, Captain. But I don't need corks. As payment for my work, I need you to get me 100 kilos of explosives. How can I help you, Captain? There aren't many smart people around. The majority of the sector's population are either harmlessly dim or... Well, I guess the 7-foot shipyard is... Ich sehe schon. Warte mal. Captain, I see the flying bubble. The ghosts probably know where to get explosives. Warte mal, das wäre das... Das haben wir jetzt, ne? Wir haben das Longboat genommen. Wo ist das Longboat? Ha, gucken wir später nochmal. Ich glaube, das hier ist das Longboat, ne? Kann das sein? Da müssen wir mal gucken. Aber die brauchen jetzt erstmal Kohle von uns. Jede Menge Kohle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss mit dem Dutchman reden, ne? So, hier sind wieder Trümmer. So. Komm, Dutchman. Wir müssen mal eben quatschen. Hi, Sharp-Eyed Drifter. How can we help you? You know, Drifter, we don't divide people into smart and stupid. What really matters for us is whether they're good or bad. You can find explosives deep underwater, where there's old ammo on the ocean floor. Aima will probably be able to teach you. Oh, she's an expert in everything you find on the seabed. She's actually waiting for us in the Bobber Club right now, having some downtime after a long underwater raid. Join us, Drifter. The Bob, we are always glad to see you. Oh, it's so lonely up here sometimes. No one sees us, ghosts. Visit us more often, will you? Okay, also, wir kriegen jetzt ein neues Teil, vermute ich mal. Aber dazu sollen wir erstmal da hinten hin. So, Dad, ich wünsche dir viel Spaß mit dem. Ich loote nämlich hier in Ruhe mal. Fertige Metallschilder. Muss ich ja machen. Warte. C. Metallschilder. 2 Stück. Da fehlt mir Eisenschrott. Aua, Mann, was schießt denn da auf mich? Lappen. Begib dich zur Bobblerbar. Okay, wo ist denn die Bobblerbar? Da ist die Bobblerbar. Dann gehen wir da mal hin. Dann gucken wir mal, was wir da machen können. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Oh, was kam das denn da? Alter, da sind wir aber drüber gebrettert. Ich muss aber nach uns gespawnt sein, ne? So, dann lass mal schnell zur Bar. Guck
mal hier, das ist doch so ein Boot, was wir gerne hätten. Ja, wie komme ich jetzt zum... Ah, da, ja. Hi, Captain. I'm Ricardo Diaz, the owner of the Bobber Club, the most chic establishment in our sector. Is it your first time here? Nicht nur hier, auch in der Gegend überhaupt. Und ich bin das erste Mal hier. The Bobber is the ideal place to relax. We've got a wide range of entertainment for wealthy captains. We're always happy to welcome you and your corks. Verstehe, ein prominenter Spielplatz, okay, oder the Bobber's at your service, Captain. Spielplatz your für Prominente. Are for you on the round couch. Here's our drifter at last. Ama was so happy to hear you'd be dropping by. Das heißt wieder Flying und Dutchman, ne? Hi there, Drifter. This is my favorite club. I always come here to relax after a long dive. How are you doing? Hi, Captain. You wanted to ask Ama about finding explosives. Hurry up and ask before she drinks all the tea in the club. Quit heaping slander on a poor little girl like me. I know my limits when it comes to tea. What do you want to know about explosives, Drifter? Easier to show you than explain. Especially when you're goggling at that dancer and are clearly in no state to learn. Go see Heatsink, the trader. It's not far from here. Buy a resource scanner and mount it on your boat. I'll finish my tea and catch up with you. How would you like to have fun, Captain? What pleasures do you use? I see your tastes are very singular, Captain. Ja, ich möchte schon das Echolot haben. So ist es nicht, ne? Guck mal, wir haben nur 1000 Korken, ne? Da werden wir nicht weit mitkommen. Das sind die Kupferplatten, das sind die Instrumententeile, ne? Na, ich möchte nicht handeln, ehrlich gesagt. Gut, wir haben einen neuen Auftrag, aber den machen wir in der nächsten Folge. Den sind wir am Ende angekommen. Ich danke, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.